Sie haben schon in den größten Stadien Deutschlands überall gespielt. Wie haben Sie es heute hier in Emden empfunden? Also ich glaube, in der Oberliga ist das schon eine herausragende Stimmung. Gerade mit dem Flutlichtspiel abends bekommt besonders viel Spaß. Der Platz war gut. Wir hätten gerne ein bisschen was mitgenommen hier. Das trübt ein bisschen die Stimmung, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat Emden von der Fanbase das größte Potenzial. Was waren sonst so die bisherigen Erinnerungen? Ich weiß, letztes Jahr haben Sie hier noch mit Werder 2 gewonnen. Richtig. War das die erste Niederlage hier für Sie hier in Emden? Ah, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe damals, glaube ich, als 17- oder 18-Jähriger in der dritten Liga damals schon hier gespielt. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit. Letztes Jahr mit der U23 hier. Ich glaube, da war es noch eine andere Konstellation in der Regionalliga. Für Sie gab es hier heute die erste Niederlage und das erste Mal mehr als ein Gegentor. Woran hat es letztendlich dann gelegen? Ja, eine gewisse Cleverness hat es, glaube ich, gelegen bei uns. Ein bisschen Pech haben wir gehabt bei dem zweiten Tor. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat Emden ein gutes Spiel gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir gerne mit einem Punkt oder sogar noch mehr nach Hause gefahren wären. So ist es leider so. Dann geht es nächste Woche für uns weiter.